eine Salzwiese vor Hörnum, an der Südostspitze der Insel Sylt. Wenn bei Ebbe das Wasser abfließt, wird der Blick frei auf den Meeresboden, wo sonst das Wasser fast 2 Meter tief ist. Nur etwa einen Zentimeter ragen diese kleinen Bäumchen aus dem Wattboden. Aus winzigen Sandkörnern und Muschelstückchen hat er sie gebaut, der Bäumchenröhrenwurm. Bei Ebbe ist er nicht zu sehen. Er wartet auf die Flut im unteren Teil seines Bäumchens, etwa einen halben Meter tief im Wattboden. Dort, wo die Würmchen sich angesiedelt haben, weit draußen im Watt, kommt das Wasser schon nach einer knappen Stunde wieder zurück. Wenn das auflaufende Wasser das Bäumchen vollständig überflutet hat, wirkt dies auf den Wurm wie ein Signal. Er schlängelt sich im Innern der Röhre bis an den Rand hinauf und fährt seine Tentakeln aus. Die Äste des Bäumchens wirken wie ein Spinnennetz. Sie bremsen den Wasserstrom und dienen gleichzeitig als Stütze für die über 200 Tentakeln. Mit ihrer Hilfe fischt er nach Plankton, winzigen Algen, die im Tidenstrom an den Ästen vorbeischwimmen und sich dort verfangen. Bei Gefahr zieht er seine Fangarme sofort zurück. Der Wurm von nebenan steckt zwar schon in seinem Schutzpanzer, doch sein Bäumchen muss er erst noch fertig bauen. Dazu fährt er seine Tentakeln aus. Diese verfügen über einen speziellen Klebstoff und fischen so nach Baumaterial. Dieser Brocken scheint eine Nummer zu groß zu sein. Etwa 2 Tage braucht der Wurm für den Bau seines Bäumchens. Ein besonders großer Baum erhöht die Aussicht auf Nahrung und erleichtert so sein Überleben.